1000 Abonnenten. Ich habe mich riesig gefreut, als wir die Marke vor anderthalb Wochen geknackt haben hier auf dem Kanal. Und damit herzlich willkommen bei Elektrotechnik einfach erklärt. Ich habe die 1000 Abonnenten zum Anlass genommen, mir mal ein hochwertiges Equipment zuzulegen. Einmal ein neues Mikrofon und dann auch eine neue Kamera, um ja, die Qualität der Videos zu verbessern und euch auch damit höherwertigen Inhalt und höherwertigen Content zu liefern. Und damit wechseln wir direkt mal auch zur neuen Kamera. So, dann bin ich natürlich sehr gespannt, wie das jetzt aussieht, wie es rüberkommt. Ich hoffe, es ist eine schöne Verbesserung zu sehen. Und damit möchte ich zu einem kleinen Rückblick kommen. Vor nicht mal einem Jahr habe ich den Kanal gestartet, mit der Absicht, möglichst vielen Interessierten die Welt der Elektrotechnik ja näher zu bringen und auch den Einstieg in die Elektrotechnik zu erleichtern. Und inzwischen haben wir 30 Videos online auf dem Kanal und wer die zwei ja, Hauptplaylists, die Grundlagenplaylist und die Gleichstromtechnik-Serie schon mal komplett durchgeschaut hat, der hat auch schon ziemlich viele wichtige Basics in der Elektrotechnik verstanden und hat da schon eine sehr, sehr schöne Grundlage. Ein weiteres Highlight natürlich war die Veröffentlichung des Elektrotechnik einfach erklärt Buch diesen Jahres im Mai, wo ich auch schon viel positives Feedback von euch, aber auch allgemein von Lesern bekommen habe, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Ja, und jetzt ganz aktuell die neue Übungsaufgabenserie mit Hilfe des Aufgabenbuches von Gerd Hagmann. Hier möchte ich gerne die 1000 Abonnenten zum Anlass nehmen, wieder ein kleines Gewinnspiel zu machen. Und deswegen verlose ich im Rahmen dieses Videos ein Exemplar der Aufgabensammlung. Das Exemplar wurde freundlicherweise vom Aula Verlag zur Verfügung gestellt. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich würde euch gern ein bisschen sozusagen näher kennenlernen oder mehr über euch erfahren. Und deswegen schreibt doch einfach mal hier unter das Video in die Kommentare, was denn euer Hintergrund ist. Also wieso ihr euch mit der Elektrotechnik beschäftigt. Ist es im Rahmen von der Schule, weil ihr E-Technik im Physikunterricht habt? Oder macht ihr eine Ausbildung, ein Studium? Oder seid ihr einfach ja, privat, hobbymäßig an der Elektrotechnik interessiert? Lasst mich einfach hier in den Kommentaren wissen und dann werde ich in 2-3 Wochen das Exemplar verlosen. Gut, und damit zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick, was hier euch in Zukunft auf dem Kanal erwartet. Zum einen natürlich wird die Gleichstromtechnik-Serie als auch die Übungsaufgabenserie weitergehen. Außerdem plane ich eine weitere Serie mit kleinen Elektronik-Bastelprojekten zum Nachbauen, vielleicht auch mit dem ein oder anderen kleinen Arduino-Projekt dabei. Und zudem wird es hier auf dem Kanal in Zukunft auch noch einen weiteren Schwerpunkt geben, neben den Lernvideos. Ich möchte da noch nicht zu viel verraten jetzt, es ist alles noch in Planung, aber ich bin mir sicher, das wird vielen von euch definitiv weiterhelfen. Gut, ihr seht also, es ist einiges noch in Planung, im Gange. Seid gespannt, was da noch alles kommen wird. Mir macht das ganze Elektrotechnik einfach Projekt, der Kanal und alles, was dazugehört, mega Spaß, auch super motivierend, euer Feedback immer wieder zu lesen. Zum Beispiel, ich habe dies oder jenes jetzt verstanden oder es hat mir weitergeholfen wegen so und so. Ist einfach super, das immer wieder zu lesen und motiviert mich ungemein auch zukünftige Videos und weitere Themen da zu erschließen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.